Oh, mich kriegen diese Lecks dann genau kommen. Also ich, soweit ich weiß, kommt das von Traps. Dann würde ich mich richtig informieren, kommen da ist ein Schaf. Da ist ein Schaf. Und Schweine, das ist auch ganz... Zuckerrohr nehmen wir auch mal mit. So, da haben wir schon mal ein Wolle. War hier noch ein zweiter? Ja. Ja, da war. Da haben wir schon mal zwei Wolle. Hier ist bestimmt noch ein drittes, wie ich es vermute. Hoffentlich, aber... An der Soundqualität ist auch auf jeden Fall noch viel was zu machen. Ich habe in GTA schon gesagt, im letzten Part, im dritten Part, dass ich mir, wenn es sich nicht ändert, wenn ich da nichts machen kann, dass ich mir ein neues Headset hole. Ja. Sonst ist eigentlich nicht viel zu sagen gerade. Und wir werden gleich verhungern, das ist noch zu sagen. Es ist wirklich gerade ein bisschen Survival-mäßig, bis, keine Ahnung. Ja, ist am Anfang halt so. Muss auf jeden Fall erstmal genug sammeln. So, ich werde jetzt erstmal eine Höhle suchen, werde ich dafür, und ich hoffe, da überrascht uns nichts. Entschuldigung, wie gesagt, noch ein bisschen erkältet. In der anderen 1.3.1 Welt, die ich mal erstellt habe, da war halt eine Riesenschlucht und da wirklich, da kamen irgendwie 6 Creeper auf einmal und boah, das war richtig verrückt da unten. So, vergiften wir uns noch ein bisschen. Ich finde aber hier auch keine Höhle gerade, aber ich sehe Schafe. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Bett. Da sind die Nächte nicht mehr da, so lange, da wir dann schlafen können. Dass wir uns ein Bett treffen können und schlafen können. Ich sehe da Cobblestone. Da farme ich mir auf Lepp mal ein bisschen was ab. Eisen direkt am Anfang diesmal. Wo eigentlich mir lieber gewesen wäre, wenn es ein bisschen Kohle gewesen wäre, auf jeden Fall. Naja, Eisen, ja. Eisen und... Ja, wir brauchen sowieso eine Steinspitze, um das Eisen abzubauen. Und da... Gut, hier spawnt nichts, hoffe ich. Nehmen wir nochmal ein bisschen Kohle hier mit. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger dauert durch die Holzspitzhacke. Ich hoffe, dass wenn wir hier rausgehen, es noch Tag ist, dass wir nach Hause laufen und dass wir ein bisschen Eisen schmieden etc. und so. Habt ihr gesehen, da kam jetzt die Experience vom Kohleabbau. So, ich sag ja, bei 1.3.1 wurde das auch so eingestellt. Man kann jetzt auch mit diesen CPU-Menschen, kann man jetzt auch handeln. Dafür gibt es jetzt extra so Smaragde. Die geben dann, ich weiß nicht. Ich hab's mal ausprobiert, da wollte der mir 12 Kohle... Ne, du musstest 18 Kohle für einen Smaragd geben. Genau. Also, ich fand das nicht so einen fairen Tausch, um ehrlich zu sein. Ja, weil du noch nicht ganz weißt, wofür du die Smaragde verwenden kannst. Also ich weiß, dass man daraus einen Smaragd-Block machen kann, aber eine Rüstung oder ein Schwert oder so, das ist auf jeden Fall noch nicht möglich. Wer weiß, ob's kommt, ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr das, vielleicht habt ihr euch erkundigt. Es ist auf jeden Fall gerade ziemlich dunkel für euch. Das, ich hoffe, nicht so dunkel. Ganz vergessen zu sagen, YouTube gibt das ja immer wieder noch ein bisschen dunkler ab. So, damit ihr wieder was seht, habe ich Holz mitgenommen. Ja, ich mache mir mal kurz ein Crafting Cable und noch Sticks, weil ich möchte hier nicht nochmal hinlaufen, um das bisschen Eisen dazu holen. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Deshalb stellen wir die hier draußen hin, dann sehen wir die später wieder, holen die uns wieder, weil das war ja nur eine ganz kleine Höhle, wo halt nichts zu sehen war. Ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen. Errungenschaft erzielt. Technischer Fortschritt. So, jetzt nehmen wir das Eisen hier mit. Das ist halt auch wichtig, Rüstung, Schwerter. Ich benutze eigentlich am meisten Eisen statt so Diamantsachen irgendwie. Ich weiß nicht wieso. So, dann nehmen wir nochmal die Crafting Box hier mit. Ich hätte doch die Axt benutzen können, aber... Warum? Also auf jeden Fall, wir haben noch auf jeden Fall ein bisschen Zeit, bis es wieder Nacht wird. Ich sehe die Sonne gerade nicht, irgendwie. Und ja, hier scheint es wieder runter zu gehen. Ja. Weg. Na okay, das war jetzt Kacke. Ja. Na, ja. Wir wissen auf jeden Fall schon wieder eine Höhle. Ja, da haben die auf jeden Fall anscheinend die Höhle überwacht oder so. Ich bin jetzt nicht Lebensmittel und laufe dahin und versuche die zwei zu töten. Meine Herzen sind auch fast downig und ich habe Hunger anscheinend. Deshalb suchen wir einfach mal kurz das Zuhause. Ich glaube, hier ging's lang. Gerade glaube ich in die falsche Richtung. Und schon wieder schöner Lag. Hallo Framerate, wie geht's dir?
läuft genau in die falsche Richtung, oder? Warte, wenn hier jetzt ein Sumpfbiom kommt. Ja, bin ich richtig. Hoffe ich. Läuft jetzt in die richtige Richtung? Ja. Da ist der kleine. Hallo Lava, wie geht's dir? Nett dich kennenzulernen. Ja, im Wald ist das auch ein bisschen komisch immer. Versuchen sein Zuhause zu finden. Echt? Ja. Okay. Sind wir, ich glaube, ganz falsch. Ja. Ja. Gottes, wir sind auf jeden Fall übers Wasser geschwommen, um überhaupt da hinten an die Höhle zu kommen. Ich hätte mir vielleicht merken sollen. Ja, wir haben am Anfang noch drüber geredet. Ja. Ja, geh mal zum Wasser. Warte. Also ich glaube, wir müssen aber in die Richtung. Ja, ist immer ein bisschen buggy am Anfang. Man muss sich die Umgebung halt merken. Na, das ist nicht der Teich. Nee, da war an dem Teich war Sand, den wir suchen. Und nix. Gut. Nehmen wir uns nochmal die Kohle hier mit. Ja, ich habe echt nichts zu erzählen. Ich hoffe, ihr seht noch was auf YouTube. Ich hätte auch mal ein paar Fackeln machen können, theoretisch, aber... Ja, theoretisch. Aber praktisch ist das immer wieder... So, ich glaube, das war's auch schon. Gehen wir mal hier raus. Hier ist Sand. Hier ist Meer. Falsche Richtung auf jeden Fall. Hier ist Meer, Meer. Das ist nicht witzig. Hier ist ein Schaf. Also wenn wir jetzt nicht nach Hause kommen, das wäre jetzt... Bisschen fail auf jeden Fall. Und wir brauchen Fleisch. Wir fahren dann gleich. Ja. Das ist auf jeden Fall falsch. Ja, es war beim Sumpfbiom. Das weiß ich noch. Ich laufe jetzt einfach mal das Meer lang. Es wird gleich dunkel. Ist das Fleisch? Weil du hast nicht zwei. Ah. Jetzt habe ich's. Ja, jetzt haben wir's. Da ist es. So, ich koche jetzt erstmal das Fleisch. Das ist das Hähnchen, Chicken Wing, KFC, whatever. Was ihr euch gerne wünscht. Zu Weihnachten. Mitten im Sommer. Na. No. Heiße Angelegenheit. Allerdings. Ja. Warten wir uns doch einfach mal was. Kannst ja schon mal ein Bett bauen. Moment, ich mach noch einen zweiten Ofen. Ja, doch, reicht. Ein Bett. Zwei unten und drei Wolle. Stellen wir einfach mal provisorisch erstmal dahin. Hauen die andere Kohle rein. Ich mach davon noch mal ein paar Backen. Wie gesagt, Ressourcen sind noch ein bisschen mangelhaft. Mangelware. Leuchten wir mal hier rundum ein bisschen aus. Warum ich das mache, weiß ich selber nicht. Vielleicht dann spawnt hier nicht so ganz so nah nichts. So, ich würde sagen, gehen wir immer noch nicht. Ich würde sagen, dann essen wir erstmal KFC. Was sagt denn die Zeit? Könntest du ja mal nachgucken, wenn du magst. Und? 20 Minuten sind schon vergangen. So, ja. Ich hab nichts zu erzählen. Ja, wir waren schlafen. Ich würde sagen, dann machen wir hier einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Minecraft. Danke fürs Dabeisein, Kev. Okay. Kein Problem. Tschüss, bis dann.